Grüezi miteinander, mein Name ist Anders Scherer. Ich bin Director Marketing and Sales hier bei Infeld Corporate Media und freue mich, Ihnen kurz zu zeigen, wie das bei uns verläuft und was wir machen. Multimediales Publishing ist im Moment in aller Munde. Jeder berichtet darüber und logischerweise erwarten unsere Kunden von uns, dass wir wissen, wie das funktioniert, dass wir einerseits die Kanäle kennen, wissen, wie man die Kanäle bedient und natürlich auch, wie so Zusammenspiele funktionieren. Also wir reden in diesem Zusammenhang auch viel von Atomisierung von Inhalt. Sprich, man hat eine Botschaft, einen Inhalt und der wird dann verteilt auf die einzelnen Kanäle. Und ja, da wird erwartet von uns, dass wir einen gewissen Informationsvorsprung haben. Wie funktioniert das? Wie geht man das an? Und das Zentrale natürlich für uns ist immer, für uns ist nicht eine Botschaft einfach eine Botschaft, sondern wir probieren das nachher in eine Geschichte zu verpacken, die nachher auch bei der Zielgruppe als relevant erachtet wird und von denen auch entsprechend konsumiert wird, weil sonst bringt nämlich alles nichts. Man kann jegliche Inhalte auf 100'000 Kanäle verteilen. Wenn die Zielgruppe findet, das interessiert mich nicht, dann interessiert sie nicht. Es ist extrem hilfreich, wenn man Corporate Videos hat, weil in der heutigen Zeit mit Internet, Online, Mobile ist natürlich Bewegtbild-Content so und so. Alles, was bildorientiert ist und videoorientiert, das wird besser konsumiert. Von dem her kann man sagen, im Unternehmenskommunikationsbereich ist man dann ready for Social Media, wenn man so etwas hat. Auf der anderen Seite muss man wahnsinnig aufpassen mit diesen Videos, dass man die auch immer an Schuhe behaltet. Also, dass man nicht irgendwie gehört, man macht jetzt mal einen und dann spielt man auch 7'000 Jahre lang, speziell wenn das irgendwo Inhalte sind, die sich dann vielleicht überholt haben. Also, man muss da gut schauen, dass man das immer auch wieder aktualisiert. Was natürlich bei allen Elementen im Bereich Corporate Publishing und Unternehmenskommunikation wichtig ist, ist, dass sie zugänglich sind. Ist aber so, dass wie gesagt Videos, Bewegbilder relativ einfach auch können verlinkt werden, geshared, geteilt, was auch immer. Also sicher sehr hilfreich. Also das Zentrale ist an und für sich, dass man ihnen irgendwo einen Mehrwert bietet. Das heisst, es muss ein Informationsvorsprung sein, ein Wissensvorsprung, ein Vorteil, ein Mitreden können, Beispiel Wikipedia, wie auch immer. Also man muss irgendetwas bieten, das einen Mehrwert hat, weil dann fängt man dann effektiv an, oder fängt das auch untereinander an wirken und die verschiedenen Leute, die Peergroups, reden dann miteinander. Und was halt einfach, wie vorhin schon erwähnt, extrem wichtig ist, sind Geschichten. Also nicht irgendwie platte Werbebotschaften publizieren, sondern effektiv involvierende Geschichten. Idealerweise natürlich, das ist so ein bisschen das höchste Gefühl, aus sich selber heraus generiert, also eine Community, die quasi so ein bisschen die Tür öffnet und sagt, hey, das musst du mal anschauen, das ist noch recht cool, geh doch auch mal dort drauf, das ist noch interessant, das ist für uns, wir in dieser Community, super spannend. Das ist quasi, dann hat man wirklich gewonnen, wenn man das erreicht hat.